Es war ja klar, ne? Eigentlich hätte ich auch wissen müssen, dass das kommt. Ich wollte gerade noch sagen, am besten renne ich nicht. Damit schön gruselig wird. Knalliger Kugelblitz, den kann man mit so einem Eisgeschoss. Könnte schwören, die Demo war anders. Müsste ich echt nochmal reingucken. Also an das hier erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Ich erinnere mich nur, dass man rübergegangen ist und da um Knopf drücken musste. Und dann am Rückweg, ne, passierte es. Natürlich. Darf die Q-Taste nicht vergessen, ne? Für die Geschosse. Ne, oder zielen und hier war das ja zum Einfrieren, ne? Der Strahl. Ich habe übrigens auch noch mal kurz aus Zufall war das eigentlich nachgelesen, dass man die Gegner, die eingefroren sind, ja auch einfach anstatt mit diesem Finishing Move, der ja Ressourcen kostet, auch zerschießen könnte, weil es ja auch Ressourcen kostet, aber ich glaube, das eine ist wichtiger als das andere. Ich mache mir doch nicht so einen Schreck ein, immer. Ich muss jetzt zwangsläufig mal draufdrücken zumindest, aber ich glaube, dieser Scanner größtenteils ist wirklich nur dafür da, oder? Laber ich jetzt Blödsinn? Um sich solche Informationen, Notizen runterzuladen und die zu lesen. Ob die jetzt wirklich spielrelevant sind, weiß ich nicht. Tatsächlich. Objekt Hoax, ohne Witz. Also Hoax ist ja auch eine Scherz eigentlich, ne? Oder ein Betrug. Ne, Betrug ist nicht richtig. Scherz, ne? Angesichts der Arbeit, die wir hier unten machen, hätte sich selbst mit größter Mühe kein passender Codename einfallen lassen können. Wenn der Bau des fortschrittlichsten Flugzeugs aller Zeiten nichts als Hoax oder nicht als Hoax bezeichnet werden kann, was dann? Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt war das Ding noch neu. Moment, da erinnere ich mich doch tatsächlich dran. Ich glaube, auf dem kompletten Rückweg. Da drüben quasi. Da werde ich, glaube ich, angegriffen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ah. Ernsthaft, bevor ich... Oh. Aber warum sollte das... Ja, komm, ne, solche Fragen stellen wir uns in solchen Spielen einfach nicht mehr, oder? Oh, fuck. Wartung, Lastenaufzug, Strom, Druck und bla 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 bla. Ne? Wir haben nichts davon. Wir können jetzt hier wählen und wir können hier drehen. Da oben ist Strom und dazwischen braucht man Druck und Verbindungsstück, wenn ich das einigermaßen interpretiere. So, was sich aber da wegdreht, wenn wir hier dran gehen. Ja, ich bin absolut nicht gut in sowas.
Heißt das, wir brauchen... Ich habe absolut keinen Plan, was das heißt. Nee, Moment, das ist ja so nicht richtig. Wir brauchen ja so... So. Ja, Blödsinn. Hey, das ist so ein billiges Rätsel. Ich sehe es einfach nicht. Das ist frustrierend. Schlimm ist, ich weiß ja theoretisch, wie es funktionieren müsste. Ich brauche zwei Vorsprungen. Das heißt... Und das ändert sich ja im Wesentlichen nicht. Ne? Dann machen wir wieder eins, zwei. Jetzt habe ich nur noch einen. Ja. Scheiße. Das Lustige ist echt immer, wenn man sich dann wirklich versucht, seine Pläne zurechtzulegen. Repariert. Great, works. Platforms are all in place. Okay, damit ich letztendlich einfach nur hier gerade durchgehen, da hätte ich auch, also ey, die Spezialeinheit, da ich wäre geklettert. Also, ja, ne, ich an ihrer Stelle. Ja, so jetzt ein kleiner Hupser hier hoch, ne, wups, alles ist, ey, ich habe hier Raketen hier, aber nein. Ja. Ich habe die Taste vergessen, mit der ich meine Eisdinger nachladen kann. Ich hoffe, es wird nicht notwendig sein, jetzt gleich auf die Schnelle, ne, so mitten im Kampf.
Flöckchen zieht durch. Okay, das schien aber so, als wenn man den gar nicht so zum Platzen bringen könnte. Oder war der noch nicht richtig eingefroren? Komm, wollen wir mal ein bisschen Fahrt aufnehmen hier. Ey, das ist doch Kacke. Ich habe das Gefühl, mit Hektik, also mit Eile, mit Rennen, kommst du hier in dem Spiel tatsächlich nie weit. Weil habt ihr ja gerade gesehen, du bist so am Laden. Genau das war das, was mir Angst gemacht hat hier vor dem Spiel. Dass das dämlich wird. Oder ja, so eine erzwungene, wie soll man sagen, Aufwendigkeit. Das muss ja alles nicht sein. 15 Geräte und ja, da geht aber auch nur mit diesem Einfrierschuss und lauter so eine Plörren. Vielleicht hat das Ding ein bisschen Mannstoppwirkung. Jesus, I can't believe this. You just teleported out of nowhere. This is getting worse and worse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel langfristig so Spaß macht. Mir auf jeden Fall nicht. Obwohl, das war noch zu bewältigen jetzt. Also auch für jemanden wie mich auf Story-Modus, der kriegt das dann hin. Fühlt man sich ja jetzt gerade, ne? Moment, das ist jetzt wirklich nicht ihr Ernst, ne? Man muss jetzt noch mal dahin.
oft soll ich den denn noch benutzen, bitteschön? Okay, damn it. Fuck. Hey. War jetzt allerdings der Inbegriff von ich habe den Frostkrippen benutzt. Aha. Ich habe da so eine ganz böse Ahnung, was jetzt Phase ist. Ne, der ist ja nicht tot. Ihr versteht meinen Zorn? Ja. Was soll man da noch großartig sagen? Das ist herzallerliebst. Was bedeutet jetzt hier letzter Speicherstand? Ne? Um Hinweg oder um Rückweg? Boah, kann man das Ding auch komplett deaktivieren? Das wäre doch mal geil. This. You just teleported out of nowhere. This is getting worse and worse. Okay, vielleicht kann ich aber jetzt wenigstens.
jetzt ganz schnell. Oh, wehe, du kommst mir jetzt hier wieder mit. Ist zu heiß. Alles klar. Schade wegen dem Bug, aber der Einstiegspunkt war in Gänsefüßchen einigermaßen fair, oder? Is it raining? Rain indoors? I mean, that's some next level engineering. Ja, Sachen gibt's. How did you get here? I can't believe it. It looks like a Objektanalyse, also ernsthaft, ne? Jetzt scannen wir einen Flügel und kriegen dann auch ein Dokument, was wir aus dem Flügel runtergeladen haben oder was. Das gescannte Element hat einen glatten Schnitt an der Oberfläche glüht. Ich konnte nicht herausfinden, welche Art von Technologie dazu in der Lage sein könnte. Außerdem wissen wir eine elektromagnetische Restfrequenz, die fast identisch mit der von diesem seltsamen Wesen ist. Die Anwesenheit des Objekts an seiner derzeitigen Standort ist völlig unerklärlich, aber vielleicht wissen unsere Vorgesetzten da mehr. Nein, es ist tatsächlich nicht von uns. Es ist ein Bericht. How is that possible? Ja. Witzig, was mir gerade durch den Kopf ging. Ne, wie mögen wohl hier Zwischenbosse aussehen? Ne, ich freue mich. Ganz viel. Außerdem, die sind tief unten in einer Anlage. Also mein erster Reflex wäre jetzt auch nicht, ne, es regnet, sondern da ist irgendwas undicht. Ne, oder sind wir hier unten? Okay, es ist 51. Wir sind hier in Nevada. Ne? Ein See oder ein Fluss über uns ist sehr unwahrscheinlich.
Ja, das Ding strahlt eindeutig Hitze aus, ne? Aber. Was soll die Information dann? Seems like I need a key to operate the elevator. Natürlich brauchst du die. Ich dachte, von hier wäre ich gekommen irgendwie. Ja, was kommt jetzt? Ne, 3D-Drucker und wir müssen uns von Hand einen Schlüssel bauen. Irgendwas kommt doch jetzt wieder hier. Wartungsschlüsselkarte. Ja, die hätte ich nicht gedacht. Die Seiten sind blutverschmiert. Es sieht so aus, als hätte es jemand vor kurzem gelesen. Wasserversorgungsanlage. Achtung! Sollte das Sicherheitssystem aufgrund eines anhaltenden Notfalls aktiv werden, wird die Wasserversorgungsanlage automatisch abgeriegelt. Ein Eindämmungsprotokoll schreibt vor, der vollständige Stillstand des RXD-Aufzugs im Hauptbereich, durch dass es unmöglich ist, die Einrichtung zu verlassen oder die unteren Stockwerke ohne den Notfallentriegelungsschlüssel in der Entriegelungsschlüsselbox. Zu erreichen. Die Schließung bestimmter internen Bereiche für sämtliche Mitarbeiter, die nicht über eine Sicherungskarte der Höchste, ist klar, wenn man sich das mal so durchliest, ja, wer jetzt in der Anlage ist, der hat halt Pech gehabt. Ne? Upgrade. Frostgrip? Reichweite erhöht. Okay. Man kann sich dann immer einen aussuchen. Okay. Ein blutiger Fingerabdruck an der Tür ist ja immer ein gutes Zeichen. Gross. But also really interesting. Hey! Shit. So ein Schlingel.